Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal meine Jacken für den Herbst slash für den Winter, die ich euch alle empfehlen kann. Ich wollte erstmal nur ein Wintervideo machen, wiederum wie heute bei uns 18 Grad gewesen. Und dann denke ich mir, ey, da kann man doch noch viele Herbstjacken mit reinpacken, so Trackjacken oder auch so Walkwear-Jacken. Apropos, ich habe mir gestern eine Dauerwelle gemacht, guckt es euch an, die ist noch ganz frisch. Ich wollte nicht so intensive Locken, ich wollte nur wellige Haare. Aber ja, okay, ich würde sagen, wir starten rein ins Video. Lasst ein Like da, wir sind kurz vor den 6000 Follower. Es fehlen noch, glaube ich, 80 Stück. Lasst gerne ein Follow da und dann gehen wir rein. Bevor wir reinstarten, ich habe euch im letzten Video die Brand No Money No Bros vorgestellt und ich habe die Pieces vergessen, euch einzublenden. Deswegen hier nochmal, wir haben auch gerade einen Rabattcode mit Robby. Da zahlt ihr für ein T-Shirt gerade mal knapp 30 Euro. Und selbst wenn es Winter ist, ihr könnt ja unter eurer Jacke nicht oberkörperfrei rumlaufen. Zumindest denke ich mal, wird das keiner von euch machen. Deswegen könnt die Pieces, also die T-Shirts gerne, die ich euch im Hintergrund zeige, einmal die Fit-Videos abchecken. Oberster Link in der Videobeschreibung von No Money No Bros. Ich finde, das Shadow Tee ist so mein Favorite. Ihr könnt ihr mal gerne euren reinschreiben. Die haben wirklich einen geilen Crop-Fit, was ich sehr feiere. Die haben allgemein eine starke Qualität. Da gehen Grüße raus. Wie gesagt, checkt den Rabattcode Robby ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, Freunde, wir müssen mit der Zara-Jacke anfangen. Wie viel Hype kann eine Jacke haben? Das ist unglaublich. Ich glaube, vieles kommt halt auch durch TikTok. Ich habe sie wochenlang auf der Zara. Ihr wisst, ich bin sehr viel auf Zara, vor allem für die Videos unterwegs, weil ich einfach günstige Alternativen suche. Weil ich weiß, nicht jeder kann sich die ganz teuren Sachen leisten, was auch völlig okay ist. Und man muss das auch nicht. Und deswegen bin ich ja viel mehr auf Zara, Bershka, ASOS und so Seiten unterwegs, um euch, also um für euch halt gute Alternativen dann zu finden. Und diese Zara-Jacke war wochenlang im Shop, aber da stand immer coming soon. Und ja, die ist dann irgendwann jetzt nach einem Monat erschienen. Ich dachte, ey, stell die Jacke vor, die sieht geil aus, diesen shiny Look. Und auf einmal ist ganz TikTok voll, weil jeder wahrscheinlich so gedacht hat, weil die auch letztes Jahr rauskam, etwas abgeändert wurde sie. Teilweise haben die Leute die Zara Stores komplett auseinandergenommen, Real Life, die ist ausverkauft. Ich habe sie noch in eine Größe S bekommen. Ihr seht es im Hintergrund, ich werde sie aber verlosen an euch. Das habe ich schon vor ein paar Tagen auf TikTok und Instagram gesagt. Ihr könnt auch hier gerne was reinschreiben, lasst ein Follow da, könnt ihr die Jacke gewinnen. Ich habe sie noch nicht ausgelost, weil ich hier noch das Video mitnehmen wollte. Auf jeden Fall, die Jacke ist an sich cool, nur wenn ich sie zumache, hat die mich irgendwie eingepresst. Man kann die aber unten noch mit den Verschlüssen verstellen, was gut ist, was positiv ist. Man kann die selbst nochmal crop machen, weil die halt eher so ein regular Fit hat, muss man sagen. Aber man kann auf jeden Fall true to size gehen. Ich habe hier noch meine Winterjacke, da kommen wir auch direkt zum nächsten Piece. Vom letzten Jahr, die seht ihr jetzt einmal im Hintergrund. Warum ich euch die nicht in die, also alles, was ich euch zeige, ist sowieso in der Beschreibung verlinkt. Diese Jacke kann ich euch leider nicht verlinken, aus dem Grund, weil die Jacke, ich glaube, ich habe sie letztes oder vorletztes Jahr bei Zara gekauft sogar auch, aber in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob die online, also ich habe die online nie gesehen, ich habe die da gekauft, die war extrem im Angebot letztes Jahr oder vorletztes Jahr und ja, deswegen, ich trage sie weiterhin, die ist eigentlich gut. Hat zwar keine Kapuze, was ein L ist, aber kann man auf jeden Fall durch den Winter gehen. Dann machen wir weiter mit der Bershka Trackjacke, die ich mir letzte Woche bestellt habe. 30 Euro kostet sie. Sie gibt es noch in Weiß und ich glaube in so einem dunklen Grün. Ihr seht jetzt im Hintergrund ein Fit-Video. Absolut must have. 30 Euro, Freunde. Und ihr habt eine geile schwarze Trackjacke, absolut im Hype der Zeit. Viele Brands, also deutsche große Brands, droppen auch so Trackjacken. Wir haben nicht viel draufgeschrieben. Wir haben hier so einen kleinen Silber-Metall-Patch. Da steht irgendwas drauf, aber ansonsten clean. Die Jacke ist clean gehalten, was mir wichtig war. Die hat einen geilen Fit, wie man im Hintergrund sehen kann. Natürlich hält diese Jacke jetzt nicht warm, wenn es unter 10 Grad wird. Aber vor allem für diese Wettertage wie heute, so 10 bis 20 Grad, T-Shirt drunter, Jacke an. Crazy. Kann man in All Black Fit sehr gern, sehr gut kombinieren. Ich finde auch die schwarze Jacke ist die coolste von denen, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, für 30 Euro macht man hier auf jeden Fall auch nichts falsch mit. Dann geht es direkt weiter mit der nächsten Jacke. Ist ja auch ein Jackenvideo und diese Jacke habe ich von Scuffers letztes Jahr im Herbst gekauft und euch auch vorgestellt letztes Jahr im Video, wie schnell die Zeit vergeht. 150 Euro kostet die. Ist auch eine Trackjacke wie die eben, aber natürlich mit viel mehr Qualität. Wir reden ja von 150 Euro. Wir haben Black-on-Black-Stitching, wo Scuffers nochmal draufsteht. Man kann die Jacke an der Kapuze croppen, unten nochmal croppen. Das kann man bei der anderen Trackjacke nicht. Wir haben zwei Riesentaschen im Brustbereich, 10 von 10 Jacke. Ich glaube, die gibt es noch in ein, zwei knalligen Farben. Aber auf jeden Fall eine sehr starke Jacke. Habt ihr ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Pure Empfehlung allgemein. Scuffers könnt ihr gerne mal abchecken. Dann haben wir die graue Jacke von, ich glaube, Urban Outfitters. Da war meine Freundin immer, oder was ist immer, da war sie shoppen. Ich war mit ihr und habe ich einfach in der Frauenabteilung diese Jacke gesehen und dachte, ey, ich hole mir einfach eine Größe größer oder sogar zwei, drei Größen größer. Musste ich kaufen, weil die sehr cropped ist. Und tragt die einfach. Die ist grau, kann auch, also können auch Männer tragen. Also allgemein tragt sowieso, was ihr wollt. Aber ja, ihr seht es im Hintergrund, die graue Jacke ist von Urban Outfitters. Ich glaube, 60 Euro hat sie gekostet. Ich trage aber eine XL drauf. Also ich bin 1,75 XL.
glaube, wenn ihr über 1,80 seid, braucht ihr 2x XL, wenn es die denn überhaupt in 2x XL gibt. Sonst ist es eher keine Option. Aber die Jacke wollte ich auf jeden Fall mit reinhauen, weil ich die oft in den Stories anhatte, ihr oft gefragt habt. Und ich finde die Jacke sehr, sehr stark. Ist auch eher, wie gesagt, eine Jacke so zwischen 10 bis 20 Grad. Ich trage die auch gerne im Gym beim Aufwärmen noch. Und dann am Ende, sage ich mal, habe ich darunter ein Sport-T-Shirt, ein Unterhemd an oder so. Ist auch sehr cool. Ist keine Winterjacke. Das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen. Dann kommen wir zu meiner besten Jacke vom Fit her. Mit Abstand. Und das ist die Jacke, die hier auf dem Stuhl hängt, weil ich die einfach derzeit everyday rocke. Ich habe die damals, also letztes Jahr, im Frühling, da hatte Zara so die ganzen Wintersachen rausgehauen und die Jacke war von 80 Euro auf 20 Euro runtergesetzt und da habe ich mir die Jacke geholt und ich trage sie die ganze Zeit. Ich weiß, ihr könnt sie euch jetzt nicht nachkaufen, deswegen, also ich will euch eigentlich hier Empfehlungen geben, aber wenn ich es euch, sage ich mal, zeige, was ich einfach nur habe, ihr könnt diese Jacke nicht nachkaufen, weil die gibt es nicht mehr bei Zara. Kann ich euch leider auch nicht in die Bio hauen, aber ich wollte euch die vorstellen. Für 20 Euro habe ich da einen geistkranken Schnapper gemacht und ich glaube, da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit. Man kann sie sogar noch croppen, aber ich habe sie nicht gecroppen. Die hat einen 10 von 10 Fit, das ist geisteskrank. Also die ist so perfekt vom Schnitt her. Ich könnte die sogar für meine Brand zum Samplen benutzen, von dem Fit her, weil das ist wirklich ein 10 von 10 Fit mit Abstand. Dann haben wir noch meine grüne und schwarze Jacke von Pull&Bear. Habe ich 40 Euro für bezahlt. Die trage ich jetzt nicht immer, aber habe ich auch schon oft getragen. Die hatte ich auch letztes Mal in Düsseldorf an. Die dunkelgrüne, die gefällt mir sehr gut. Blende ich euch auch beide jetzt einmal ein. Wie gesagt, ist alles unten verlinkt. Und für 40 Euro, guckt euch den Fit an. Ist eher wie so eine Walkwear-Jacke oder Jacken, sind das aber einfach dieselbe Jacke in zwei verschiedenen Farben. Ich habe mir direkt beide geholt, weil ich die erstmal in schwarz geholt habe. Fand die klasse. Habe mir die in dunkelgrün geholt. Die kann man auch sehr geil kombinieren. Ich finde, darunter kann man aber jetzt nichts Dickes anziehen wie ein Hoodie, weil sonst seid ihr so aufgeblasen mit der Jacke. Das ist eher so echt. Darunter vielleicht ein Longsleeve oder ein T-Shirt anziehen und deswegen auch eher nur für die wärmeren Tage. Wir rushen ja alles durch, ist glaube ich aber in Ordnung für euch, Freunde. Und wir sind eigentlich fast durch mit den ganzen Sachen. Zumindest von den Jacken, die ich besitze. Gleich kommen noch ein, zwei Fit-Videos. Apropos, man muss einfach erwähnen, Peso macht derzeit einen super Job. Ich finde die Jeanshosen, kann man ganz ehrlich sagen, ich habe mir letztes Mal die Basic Jeans geholt. Die graue und die hatte so ein Ass-Fit. Muss ich leider so sagen, die war an den Oberschenkel so eng und unten wurde sie dann breit. Also ist cool, dass sie unten breit ist, aber an den Oberschenkeln sollte sie auch locker sein und deswegen. Und dann habe ich auch einen TikTok von irgendeinem Random, sage ich mal, gesehen. Das war die Hose, also die Denim. Und ein Random auf TikTok gesehen, der hat dasselbe gesagt. Die Jeans war einfach komisch vom Fit. Und das haben auch Leute dann in den Kommentaren bestätigt. Wenn die so fitten wie würde, wie hier, ich weiß, ich schweife gerade ab, weil es hat nichts mit Hosen zu tun, dann 11 von 10. Aber oben war es wirklich schon eng. Und klar kann man sagen, gehe eine Größe höher, aber es war meine Main-Größe, meine Standardgröße. Und wenn ich dann höher gehe, dann hängt ja hier alles und dann würde es auch zu lang werden. Aber okay, das kurz dazu, bevor ihr denkt, ich will ja irgendwie Peso, keine Ahnung, bei Peso lutschen. Die haben geile Sachen, aber ich sag auch gerne, wenn es irgendwas mir nicht gefällt. Vor allem die Jacke ist leider ausverkauft, das war meine Favorite von der neuen Kollektion. Wie gesagt, ist leider komplett weg, da müsst ihr schauen, ob es Retouren gibt. Wollt ihr mehr Geld in die Hand nehmen und für Qualität bezahlen, dann haben wir hier noch, ja okay, ist auch komplett ausverkauft, nur noch Doppel-XL. Aber die Trackjacken von Peso waren sehr stark, da könnt ihr dieses Beispiel auch noch hier in S verfügbar. Da könnt ihr aber auch immer gerne auf Vintage schauen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie überteuerte Sachen findet. Und allgemein haben wir auch Fleecejacken bei Peso. Also die haben wirklich gute Sachen gedroppt, das ist gar nicht mein Film. Verstehe aber, wenn man es fühlt, ist ja auch ausverkauft. Ist aber einfach nicht meins. Dann haben wir aber die Puffer, die finde ich auch sehr stark. Ist auch noch verfügbar. Klar muss man hier viel Geld in die Hand nehmen. Die kosten 150, 200 Euro. Aber die haben auf jeden Fall coole Sachen. Dann haben sie noch diese Jacke. Die ist sogar gerade verfügbar. Noch in M und XXL. Und die blende ich euch jetzt auch einmal im Hintergrund ein. Die hatte ich mir auch mal gekauft. Und die ist auch sehr geil. Die kann ich euch auch nur empfehlen. Hier hat man auch wieder 130, die man bezahlt. Und nicht irgendwie 30 bei Bershka, aber das sollte man gar nicht vergleichen, weil Peso auf einer ganz anderen Stufe wie Bershka ist. Von der Qualität her, von allem her, sage ich mal jetzt, wie gesagt, ohne die pushen zu wollen. Und geistkranke Jacke, was soll ich euch erzählen? Und vor allem hier mit diesen ganzen verstellbaren Dingern hier an den Ärmeln gibt es noch so kleine, gibt der Jacke noch so kleine Details, die aber wirklich sehr cool kommen. Wie gesagt, könnt ihr gerne abchecken. Ich wollte jetzt nicht an den Kollegen so nah ranzoomen. Aber ja, das kurz zu Peso. Und dann gehen wir wieder rüber zu einer günstigen Alternative. Dann habe ich mir noch die Fleecejacke vom Bershka geholt. Die kostet 50 Euro, weil ich einfach eine Fleecejacke haben wollte. Ich wollte jetzt nicht über 100 Euro bezahlen. Habe so eine wirklich komplett schwarze Basic Fleecejacke bei Bershka gefunden. Gefällt mir sehr gut. Ihr habt mich auch wieder hier
ich habe die nicht mal richtig vorgestellt in den TikToks, nur so in Fits kombiniert. Und ihr habt mich gefragt, woher ich die habe. Von Bershka, 50 Euro kostet sie. Die hat auch einen geilen Crop-Fit, warum ich mir die geholt habe. Ihr könnt normal True to Size gehen. Und wie gesagt, für 50 Euro macht man auf jeden Fall nichts falsch. Diese Jacke kann man auch bei wirklich kälteren Tagen anziehen. Die hält warm. Und ich wollte einfach eine Trackjacke haben, eine Fleecejacke, um mal ein wenig Abwechslung reinzubringen. Hab dann nicht wirklich viel Geld, muss man sagen, für die Sachen ausgegeben und hab sie dann eigentlich für immer, wenn man die nicht kaputt macht. Das dazu, wie gesagt, wollt ihr mehr Geld investieren, checkt bei euch wie bei Peso auch ab. Die haben viele Fleecejacken gedroppt, deswegen habe ich das auch gerade erwähnt. Die haben hier wirklich immer noch sehr viele Fleecejacken online. Die schwarze zum Beispiel für 150 ist auch noch ein S verfügbar. Sieht geisteskrank aus, kann ich euch wie gesagt nur erraten, wenn ihr dann mehr Geld ausgeben wollt. Gibt immer diese Kategorien günstiger, Robby, nicht so viel Geld zur Verfügung, dann Bershka oder die anderen Pages und ansonsten sowas wie Peso und so macht man auf jeden Fall auch im deutschen Bereich, im Basic-Bereich, vor allem bei Peso, nichts falsch. Die Jacke ist eigentlich mein Winter-Grail schon letztes Jahr gewesen. Ausverkauft findet man nicht mehr bei Vinted, zumindest sehr viele Fakes und da will ich da nicht drauf reinfallen, sage ich mal. Aber Stussy hat auch Jacken gedroppt, auch hier zum Beispiel so eine transparent, ja, wie Trackjacke schon gefühlt, auch mit einem Backprint, sieht auch sehr cool aus in verschiedensten Farben. Könnt ihr auch abchecken, das ist jetzt eher Kategorie teuer. Und diese Jacke, Freunde, die suche ich seit letztes Jahr. Ja, haben wir vor allem, wie seht ihr das, am Ärmel. Die könnt ihr so reinstecken, die, also die an den Taschen, das ist sehr, sehr cool. Da könnt ihr, wie gesagt, eure Ärmel oder eure Arme so hier reinstecken. Und warum ich euch das zeige, das, wie gesagt, so mein Grail, wenn die irgendwann wieder verfügbar ist, ist sehr teuer. Ich weiß, mit 350 würde ich mir die aber holen. Kann man wieder für den Preis verkaufen, wenn man gut mit umgeht. Oder halt auch dann für mehrere Jahre tragen. So, die geht ja, also wenn man damit umgeht, geht sie ja nicht kaputt nach einem Jahr oder ist ja nicht uncool oder sonst was. Wäre so eine Investition. Auf jeden Fall habe ich bei Pull & Bear so ein bisschen geschaut, was ich euch zeigen kann. Die Taschen erinnern mich sehr krass an dieser Jacke. Und hier haben wir 50 Euro Winterjacke. Ich habe sie nicht bestellt. Ich wollte sie euch schon einmal hier nur mitgeben. Wenn man die verstellen kann vom Fit her, würde ich mir die noch etwas cropped ziehen. Sieht nicht schlecht aus, das hätte nicht sein müssen. Wäre das so Black on Black oder so gar kein Print, sage ich mal, an der, also im Brustbereich, wäre es auf jeden Fall cooler gewesen. Aber ey, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat und eine Jacke braucht, mit 50 Euro kann man auf jeden Fall es ausprobieren. Wenn man so ein bisschen eine besondere Jacke, guckt euch die an. Sieht die echt nicht schlecht aus. Vielleicht bestelle ich mir die auch, wartet noch und zeige euch die dann nächste Woche im YouTube-Video oder dann auf TikTok oder Instagram. Folgt mir dafür gerne. Werde ich dann mal für euch, wie gesagt, ausprobieren. Vielleicht hole ich direkt die graue und die schwarze und werde euch da die Jacken vorstellen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Winterempfehlungen, Jacken habt, gerne Kommentare, helft euch untereinander. Ansonsten haut da rein und peace.